Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind mal wieder in Sins of a Solar Empire Rebellion drin mit dem Thrawn's Revenge Mod und wir haben unser riesiges Schiff, die Viscount, fertig. Was ein Brocken. Ich würde mal sagen, wir sehen mal zu, dass wir die einsetzen. Hat die Antares 6 heißt die. Wartet, wo sind unsere Einheiten? Die Einheiten sind hier bei Xerxes. Dann versuchen wir die mal da hinzuschicken. Wie sieht's aus bei Xerxes? Da habe ich noch keine Kolonie. Ich guck mal kurz, wo habe ich mein Kolonieschiff? Oder wäre das schon hier? Dass hier eine Kolonie gemacht werden kann, sonst baue ich mal ein neues Kolonieschiff, dass wir da Xerxes ein bisschen besiedeln können. Ehrlich zu sein, finde ich es gerade nicht. Wahrscheinlich ist es irgendwo, wo ich es nicht wirklich finde. Cruisers? Nein, unter Cruisers wird es nicht sein. Gallifrey Transport. Ja. Bauen wir den mal und sehen mal zu, was wir vielleicht noch erforschen können oder sollten. Ob wir vielleicht... das wäre vielleicht nicht schlecht. Schnellere Population Growth ist gar nicht schlecht vielleicht. Da werden Gebäude schneller gebaut. Das brauchen wir nicht unbedingt. Civic Research Stations, da brauchen wir 7 Stück für. Die Durastahl-Produktion sollten wir mal 2 drin machen. Und dann schauen wir mal, wie sieht's hier aus? Ist das gebaut worden? Kann der auch? Der kann eine Garnison machen. Sehr gut. Dann solltest du mal nach Xerxes bitte fliegen. Oh, ein Victory-Sternzerstörer. Die Action geht los. Wo ist meine Flotte? Angriff bitte. Bleiben wir mal bei der MC-80B. Ist es die Mon Remonda? Mir gar nicht angezeigt. Hier. Nee, die Galactic Voyager. Was, glaube ich, der Name von Akbars Flaggschiff sein sollte. Wobei die Mon Remonda zu Teilen auch mal Akbars Flaggschiff war. Da bin ich mir im ehrlichen Sinn gar nicht sicher. Die Mon Remonda wurde genutzt, um Sinch zu jagen. Das war Han Solo, der das damit gemacht hat. Aber bei der Galactic Voyager, wenn ihr wisst, in welchen Storys die Galactic Voyager aufgetaucht ist, schreibt gerne mal in den Kommentaren. Der Victory-Sternzerstörer ist auf jeden Fall Schrott. Und die TIE-Bomber auch. Sehr nett. Wir warten jetzt im Prinzip darauf, dass unsere Schiffe hier ankommen, dass wir den Planeten besiedeln können und dann mit dem Viscount hier weiterfliegen können. Dafür muss der Viscount hier ankommen, was glaube ich ein bisschen was dauert. Aber hier ist der Viscount schon nicht mehr. Hier in dem System ist er auch nicht, hier auch nicht. Hier sieht es mir auch nicht danach aus, was bedeutet, dass er wahrscheinlich irgendwo unterwegs ist. Das haben wir jetzt alles. Wie sieht es denn hier aus? Warum wird das hier nicht gemacht? Oder, ach, da haben wir schon einen drin, okay. Open Arms. Oh, gegnerische Schiffe könnten zu uns überlaufen. Das ist natürlich auch interessant, aber lass uns gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen hier Schilde können wir noch mal ein bisschen besser regenerieren lassen. Boarding Party brauchen wir auch nicht unbedingt. Bessere Laser für viele unserer Sachen können wir machen. Unsere Schiffe können die Star Wars Galaxis verlassen.
und zu anderen, weniger Star Warsigen Star Wars Galaxien fliegen? Na, das will ich jetzt nicht unbedingt. Machen wir vielleicht das nochmal. Vielleicht ein bisschen mehr Bomber. Und dann wäre die Frage, ob wir noch ein paar Schiffe mehr bauen wollen. Vielleicht die MC-30C wäre nicht schlecht. Und dann haben wir auch schon fast keine Ressourcen mehr. Wie sieht es jetzt hier aus mit unseren Schiffen? Sind die Schiffe angekommen, die ich hier haben will? Das sieht mir fast nicht danach aus. Wo sind die? Lass uns mal gucken. Das hier ist Xerxes. Das ist der andere Planet. Ah, wartet. Wer ist jetzt hier? Da haben wir sie. Jawoll. Die Frage wäre, ob wir ein, zwei Schiffe hier zurücklassen wollen, um das Ganze zu verteidigen und zu warten. Ah, nein. Wir haben hier auch schon den Gallifrey Transport. Dann geht aber bitte drauf. Aber das dürfte unser neues Flaggschiff hier sein. Oh, wie geil dieses Schiff einfach aussieht. Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir vielleicht jetzt einfach nur noch auf Angriff gehen, Planeten erforschen und dann gucken, dass wir einfach erstmal angreifen und Planeten nicht unbedingt die ganze Zeit einnehmen, besiedeln. Der Transporter fliegt hier hin. Sehr nett. Und dann gehen wir mal hier lang. Was ist das hier? Ist das unser Planet? Ist auch nicht unser Planet. Wir gucken jetzt aber hier bei der Flotte, dass die weitergeht und wir mal gucken, wo noch mehr Gegner sein könnten. Wie sieht das jetzt hier aus? Ist es unser oder ist es nicht unser? Jawohl, die Garnison haben wir. Civilian Infrastructure will ich auf jeden Fall. Und dann möchte ich eine Civic Research Station bauen. Und einen Tradeport will ich hier haben. So, wir versuchen mal die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen. Das hätte ich vielleicht auch direkt eher machen sollen. Aber wir gucken mal, wo die Flotte hinfliegt. Ich glaube, hierhin. Ist das unser Planet? Oh, das ist auch nicht unser Planet. Wir haben viel nicht gemacht. Aber egal. Jetzt will ich erstmal gucken, dass sie hier angreifen können. Was ist das denn, bitteschön? Das sieht mir nach einem dicken, fetten Planet. Es ist ein Imperiumsplanet. Nee, das ist nur der Scout. Aluxian Refugees gibt es hier ganz viele. Dann sollten wir diese Aluxian Refugees mal angreifen, würde ich sagen. Oh, wer greift ihn da an? Wow! Oh, wartet. Dann greift hier erstmal an. Nicht unbedingt da so rüber. Und dann gucken wir uns die Schlacht hier an. Alter, sieht das krass aus. Jetzt will ich eine Schlacht mit anderen Sternzerstörern, also mit richtigen Sternzerstörern. Der Y-Count haut hier mal richtig rein. Wie viele Torpedos hier? Das sieht richtig, richtig cool aus. Lass uns mal kurz gucken. Okay, die Victory-Sternzerstörer scheinen schon... Nee, da ist noch ein Victory-Sternzerstörer. Ein paar sind da noch. Gucken wir mal kurz, dass wir... Macht irgendwer Selbstzerstörung oder so? Dass wir nochmal ein bisschen stärker werden. Erstmal das und das und dann das hier holen. Haben wir die hier alle besiegt? Come in, TACCOM, over. Noch nicht. Our reinforcements are here. We still have a shot. Oh, bei Shark-Karot sind noch weitere Einheiten eingetroffen. Hier sollten wir mal kurz gucken, dass wir... Haben wir schon den Tradeport hier bei Xerxes? Ja, haben wir. Das... Kann ich noch einen zweiten Tradeport holen? Bringt das mehr Geld? Einmal kurz hier gucken. Das ist Tayer, was auch immer Tayer sein soll. Nehmt euch hier den Dreadnought bitte vor. Und
dann schauen wir mal. Wir können hier vielleicht auch nochmal gucken, dass wir... haben wir schon eine MC-90? Wir haben auf jeden Fall noch keinen Nebula-Sternzerstörer, den sollten wir mal holen. Und... vielleicht einen Hadgen Fleet Cruiser und einen Quasar Fire noch. Die drüben. MC-30. Und einen Bothan Assault Cruiser. Ich liebe Bothan Assault Cruiser. Machen wir die Spielgeschwindigkeit noch mal ein bisschen schneller. Das hier. Oh, da ist doch noch ein Victory. Aber. Die sollten alle vernichtet sein. Nein, ich will nicht nur die Squad Leaders. Ich will alle Einheiten. Da haben wir drei neue Planeten, die wir erkunden können. Auf in die Richtung da drüben. Ich will jetzt meinen Feind, ich will das Imperium finden. Sieht sie bei Xerxes aus? Ist hier alles gebaut, was ich haben wollte? Bauen wir eine Golan 2, falls hier irgendwo Probleme auftauchen. Und... Squadron checking in. Wartet. Ja. Bei dir bleiben. Und dann hoffen, dass das Imperium noch nicht so mega stark ist und dass wir es hier mit unserem eigenen Titan in irgendeiner Art und Weise besiegen können, das Imperium. Können wir noch mehr als 8-fache Geschwindigkeit? Nein. Was haben wir hier? Oh mein Gott, wir haben das Imperium gefunden. Kann man auch mal kurz pausieren? Nein, ne? Victory, 2 Sternzerstörer, Dreadnought, Tonfire, Karak und ansonsten jede Menge Jäger, Lancer, Strike Cruiser. Okay. Ne, das sieht mir aber nach einem Planeten des Imperiums aus, oder? Drakenwell! Wir sind bei Drakenwell. Okay. Hier sind auch direkt Strukturen. Das ist ein imperialer Planet. Wir haben den ersten imperialen Planeten gefunden. So muss das. Was seid ihr denn hier drüben? Aluxian Refugees sind es. Sehr, sehr interessant. Können wir doch mal schauen, dass du vielleicht auf das größte Schiff gehst, was hier noch ist. Aber im Prinzip ist das meiste vernichtet. Die Golan 1 könnte es mal vernichten. Nicht, dass die noch Ärger macht hier drüben. Und hier oben, den können wir nicht noch bauen. Unter den Capital Ships vielleicht einen normalen MC-80 Sternkreuzer. Und hier brauche ich eigentlich gerade auch nichts. Den Bothan Assault Cruiser haben wir. Starbase Constructor. Okay. Dauntless könnten wir mal erforschen. Was wir alle haben. Han Solo vielleicht auch. Und einmal gucken, was wir hier mehr kriegen. Die Schmuggler-Allianz. Könnten wir bekommen. Ah, die Golan. Ich will nicht mehr lange durchhalten. Die wird zerfetzt. Boah, guckt euch das an, wie viele Raketen einfach aus dem Teil rauskommen. Komm, jetzt vernichte die Golan. Das wirst ihr ja wohl hinkriegen, oder? Okay, jawohl. Das Ding ist vernichtet. Dreh ab. Die Frage, was ich mir so stelle, das... bin ich mir nämlich gar nicht sicher, ob man die Sachen alle vernichten muss oder ob man die zur Not auch einnehmen kann. Aber ich denke, wir müssen hier ein bisschen bombardieren. Oder erstmal den Dreadnought noch vernichten, wo auch immer der ist. Nimm du dir den Dreadnought. Und ihr alle bombardiert den Planeten. Policy Research. Aber bisher noch... Was schießt er auf mich drauf? Oh, die fette Breitseite. Wahrscheinlich muss man es einfach alles vernichten. Wer bist du? Ein Karak-Kreuzer ist jetzt auch nicht so gefährlich. Aber das ist schon... macht schon Spaß, muss man sagen. Wo ist jetzt dieser Karak? Der Dreadnought. Der 11. Kapitän. Ihr beiden seid auch dabei, sehr schön. Kann ich noch irgendwas erforschen? Hier wird noch geforscht. Machen wir da noch einen zweiten Punkt. Dass wir hier ein bisschen mehr herstellen können. Planetare Ionenkanone, warum denn nicht? Und eine Golan 3 erforschen. Wir haben momentan genügend Ressourcen, um das zu tun. Deswegen...
Banner auszugeben. Worauf schießt ihr denn jetzt? Du greifst jetzt mal hier an. So. Du großer Viscount, du dürftest das schaffen. Achtfache Geschwindigkeit. Werden hier Lancer und Karak werden von der Flotte vernichtet. Und der Planet wird fallen. Der Gallifrey. Oh mein Gott. Der Gallifrey Transport darf jetzt einfach mal hier hin. Es kommt da ein Moose Scout. Der sollte vernichtet werden. Der geht hier überall scouten. Nimm ihn dir die Civic Research Station vor. Und den Durastahl Extractor. Der muss auch noch vernichtet werden. Vernichtet, okay. Dann brauchen wir jetzt gleich den Gallifrey Transport hier drüben. Wenn der hier hinkommen würde. Müssen wir gleich mal gucken. Dann können wir hier das Ganze klauen. Und dann können wir schauen, dass wir weiter vorgerückt können. Und mal gucken. Okay, da haben die den Moose Scout vernichtet. Aber ich würde fast sagen... Oh, was werden wir denn hier jetzt angegriffen? Jetzt sind sie stinkelig. Dass wir... Greift hier mal an. Der Scout darf... Warum geht das nicht? Squadron checking in. Oh, warte, das läuft jetzt hier gerade ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Der Gallifrey Transport. Established Garrison. Die Kultur ist zu hoch für die Kolonisation bei Druckenwell. Was bedeutet das denn? Und der Crew Extractor. Und damit kann ich dann andere Strukturen mir schnappen. Da bin ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher, wie ich hier die Kultur des Planeten so sehr verändern kann. Vielleicht müssen wir da doch mal ein bisschen Diplomatie walten lassen. Mal schauen. Vielleicht hier auch die Holonet-Nachrichten erweitern, dass das vielleicht klappen könnte. Ein Holonet-Transceiver wäre auch nicht schlecht. Die sind hier schon wieder mit einer Flotte aufgetaucht. Sind die frech. Ein Dreadnought, eine Lancer, ein Karak. Das geht allerdings noch. Aber ich würde mal sagen, mit dem Blick auf die Uhr war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir werden in der nächsten Folge definitiv daran weiter anschließen. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Oh nein, bleibt bitte hier. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.